Wusstet ihr eigentlich, dass diese ganzen Powerstations alle ein Problem haben? Nein, wusstet ihr nicht? Na, dann schnallt euch mal kräftig an. Los geht's. Ich habe jetzt irgendwie 4 oder 5 von diesen ganzen Boxen jetzt hier schon zum Testen gehabt. Und ja, die habe ich alle gestellt bekommen. Wenn ich sie nicht gestellt bekommen hätte, hätte ich mir auch eine gekauft, weil die Dinger einfach geil sind. Nur mal so als Überblick vom Preis her. Ich hatte welche mit 300 Watt. Ich hatte 2 Stück, glaube ich, mit 500 Watt. Und jetzt habe ich hier eine nagelneue mit 1000 Watt, die jetzt gerade auf den Markt gekommen ist. Grundsätzlich kann man dafür, davon sagen, oder allein Erfahrungswert, pro Watt bezahlt ihr ungefähr 1,10 Euro. Also 1000 Watt. Kostet roundabout 1.100 Euro. Wenn ihr so ein 300 Watt Ding haben wollt, dann zahlt ihr irgendwas mit 330 und naja und so weiter und so fort. Grundsätzlich müsst ihr euch Gedanken machen, was für eine Powerstation braucht ihr und für welchen Einsatzzweck braucht ihr sie und wie lange braucht ihr sie. Sie haben auch alle einen Fehler. Komme ich gleich drauf. Aber grundsätzlich erstmal sind die Dinger mega geil. Die machen das, was sie sollen und naja gut, je mehr Watt man hat, desto mehr Watt hat man über. Also muss man sich grundsätzlich erstmal fragen, wie viel Watt verbraucht man denn? Ich würde jetzt mal sagen, keine Ahnung, wenn ich in den normalen Campingurlaub fahre und bin einfach mal 2 Wochen unterwegs und ich habe einen Laptop und ein Handy mit oder 2 Handys, wenn man jetzt als Paar verreist, dann reicht wahrscheinlich auch eine 300 Watt Box und mehr braucht man da nicht wirklich. Sobald man aber die lieben Kinderlein mitnimmt und die alle ihre Handys und Dattelkonsolen mitnimmt und die nette Dame des Hauses auch noch einen Föhn mitnimmt und man auch noch einen Kühlschrank hat und noch einen Laptop und noch einen Fernseher und noch eine, was weiß ich, eine Fußheizung und weiß ich nicht alle, dann sollte man das Ganze schon ein wenig mehr überdimensionieren. Sprich, man sollte mal zusammenrechnen, was man denn so an Watt technisch da alles so braucht. Jetzt hatte ich mir aber gedacht, cool, so ein Teil könnte ich ja auch gewerblich gebrauchen, weil ich ja immer hin und wieder mal einen Eiswagen mitnehmen muss. Ich habe einen großen Eiswagen, der hat irgendwie 440 Watt Dauerbetrieb. Ich habe einen kleinen Eiswagen, der hat 90 Watt Dauerbetrieb und habe gedacht, geil, wie geil ist das denn? Kann ich sogar unterwegs auf dem Transporter, kann ich einfach so eine Powerstation mitnehmen und kann das unterwegs kühlen. Der Gedanke war gut, aber die Ausführung war schlecht. Das lag aber nicht an diesen Powerstations generell, also egal jetzt ob 300, 500, 700 oder 1000 Watt. Nein, es lag an meinem falschen Verständnis, wie was funktioniert. Mein kleiner Eiswagen, der 90 Watt im Dauerbetrieb verbraucht, eigentlich sogar weniger. Also 90 Watt ist irgendwie, glaube ich, maximale Verbrauch. Und wenn die sich abschaltet oder auch, wie gesagt, nicht ganz so runterkühlen muss, verbraucht dieser Eiswagen, keine Ahnung, immer so mit 45 Watt. Und jeder Normalsterbliche da draußen, genau hier wie ich auch, ich Trottel, hat gedacht, cool, da reicht ja so eine 300 Watt Box völlig aus, kannst easy peasy kühlen. Jein. Problem ist nämlich bei den ganzen Dingern der Einschaltstrom. Den habe ich nämlich nicht mitberechnet. Bei einem normalen Kühlschrank oder einer Gefrierbox oder in meinem Fall jetzt so einem Eiswagen muss man den Einschaltstrom mitberechnen. Den kann man leider auch nicht runterrevidieren oder runterbrechen oder mit Anlaufstrombegrenzer irgendwie runterbringen, in welcher Art, Form oder auch immer. Das Problem ist, selbst der kleinste Eiswagen, den ich habe, wie gesagt, der 90 Watt maximal verbraucht, also im Schnitt so mit 50, 60 Watt, fröhlich vor sich hin daddelt, selbst den kann ich wahrscheinlich noch nicht mal an dieser hier betreiben, weil einfach die Peak Power, also sprich die Einschaltströme, die da benutzt werden, viel zu hoch sind. Kann man nicht deswegen nicht begrenzen? Ja, weil man einen Kompressorkühlschrank hat. Und ein Kompressor, ihr wisst selber, ein Kompressor braucht Druck. Druck heißt, den kann man auch nicht anlaufbegrenzen. Das heißt, wenn ich mit so einem Ding eine Flex betreiben will oder eine Schwingschleifer, whatever, dann kann man das vielleicht noch mit Anlaufstrombegrenzer noch irgendwie, naja, irgendwie ein bisschen runterdimmen, das Ganze, damit diese Boxen nicht aussteigen. Das Problem ist, wenn man das anschließt und das Ding hat das nicht, also zu viel Peak Power, dann schaltet ihr einfach auch aus und sagt dann, nö, ist nicht. Auch wenn er im Schnitt eigentlich nur 90 Watt oder 45 Watt verbraucht. Ja, und das war auch mein grundsätzlicher Fehler, den ich auch begangen habe. Fazit von dem Ganzen ist, ich hatte das 300 Watt Teil, ich hatte 2 500er, ich hatte ein 700 Watt Teil und alle funktionierten nicht, weil der Anlaufstrom zu hoch war. Ich habe es nicht gemessen, aber es muss wahrscheinlich weit über 1000 Watt gewesen sein. Diese 1000 Watt hat er wahrscheinlich auch nur ganz, ganz kurzfristig gebraucht, also sprich für den Bruchteil einer Sekunde, aber die Elektronik sagt, du nicht. Ja, und das war jetzt mein Problem. Wahrscheinlich wird es mit dem auch nicht funktionieren. Ich weiß nicht, was da die Peak Power von dem Ding ist. Das ist ja erstmal hier nur so ein Unboxing-Video. Sie wird aber wahrscheinlich bei maximal 1000 Watt liegen. Wenn der Kühlschrank aber auch nur 1001 Watt verbraucht, und wenn es auch von dem Bruchteil einer Sekunde ist, ja, dann funktioniert das Ganze nicht. Deswegen, grundsätzlich, also wie gesagt,
grundsätzlich die Dinge, die ihr euch überlegen solltet, ist, wie viel Watt brauchst du? Pro Watt zahlst du ca. 1,10 Euro. Also, ne, hatte ich ja eben schon gesagt. Und alle Geräte, würde ich jetzt mal sagen, die auf 22 Volt laufen, außer, sag ich mal, ein Laptop, was wir jetzt eben im Netzteil ist, das läuft ja nur pseudo auf 22 Volt, die könnt ihr eigentlich sogar fast auch knicken. Weil das Problem ist halt eben, dann nuckeln die Dinger so schneller leer, wie ihr gucken könnt. Deswegen sollte man gerade, wenn man für die Dame des Hauses denn mal einen Föhn mitnehmen will in den Campingurlaub, doch mit Sicherheit umschwenken auf einen 12 Volt Föhn. Die pusten dann zwar ein bisschen weniger heiße Luft drauf, haben aber dann irgendwie nur 300 Watt Verbrauch so ungefähr. Aber den heimischen Föhn mit 1000 oder gar 2000 Watt, nee, könnt ihr komplett knicken. Wie gesagt, war von mir auch ein Denkfehler, den ich auch hatte. Ich werde das aber auch nochmal testen, das Ganze komplett. Werde also auch nochmal, ich habe jetzt noch, wer das letzte Video verpasst hat, ich habe ja einen 12 Volt Kompressor Kühlschrank oder Campingkühlschrank bekommen. Der wird damit wunderbar funktionieren, weil der nämlich auch nur irgendwie maximal, ich glaube, 60 oder 80 Watt nur verbraucht. Ein Riesenteil, 50 Liter. Und alle anderen Geräte, wie gesagt, alles was 22 Volt ist, sollte man sehr mit Vorsicht genießen. Also ein Radio wird wahrscheinlich noch funktionieren, so ein altes Kofferradio oder so. Aber an anderen Geräten, ich wüsste jetzt auch nicht, was man campingtechnisch, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn so an 22 Volt Geräten unbedingt mitschlören müsst, was ihr nicht auf 12 Volt bekommt oder wo ihr sagt, nee, das kann ich nicht, weil ich muss meine Flex, ich muss mein Schweißgerät, muss ich auch noch mitnehmen. Falls ihr euch aber fragt, gibt es denn Geräte, womit ich dann auch mal naja, auf dem Bau eine Flex oder eine große Hilti mit betreiben kann? Ja, gibt es. Kosten aber auch. Nur mal so, um das hier reinzuwerfen, das hat jetzt mit dem Ding nichts zu tun. Da sind eigentlich auch Powerstations, aber dann für den Bau. Es gibt welche, die haben irgendwie 3260 Watt Dauerleistung, bringen die. Und die haben sogar eine Peak Power von 11.000 Watt kurzzeitig. Das heißt, also da kannst du die größte Flex der Welt anschließen oder das größte Schweißgerät wahrscheinlich. Das wird alles funktionieren. Problem ist nur bei den Dingern, ihr habt es schon gehört, wahrscheinlich gerade im Namen 3260 Watt. Ja, das Ding kostet auch 3200 Euro. Das ist dann schon ja der Gerät Akku Powerstation, ist aber auch der Gerät teuer. Aber das ist ja hier nicht Phase, denn wir reden ja hier vom Campingbereich. Kommen wir aber jetzt mal zu dieser Powerstation. Da gibt es optional ein, ich wollte gerade sagen Sonnensegel, da gibt es natürlich Quark. Da gibt es ein Solarmodul für. Das hat einen maximalen Output von 100 Watt, das Ganze. Also das werde ich im Sommer auf jeden Fall mal testen, im nächsten Sommer. Hat so schicke Ösen, das heißt, das kann man auch überall dran tackern mit Gummititschen oder irgendwie dran binden oder sonst was oder einfach hinstellen und das so brauchen oder so benutzen, wie man es denn letztendlich braucht. Lässt sich gut zusammenklappen, hat hier so Magnete, also einmal da, das Pendant sitzt dort auf der anderen Seite. Funktioniert sehr gut, ist auch sehr robust, darf man sich natürlich nicht draufstellen, ist klar, sollte jedem logisch sein, jedem logisch einleuchten. Und zur Powerstation an sich, wie gesagt, wir haben jetzt das ich glaube, das ist das größte Modell von Jackery. Also sprich 1000 Watt haben wir maximalen Output. Wir haben hier ein schickes Display. Kommt sogar, also ist jetzt gerade ausgepackt, hat noch 48% Saft noch drauf. Und ich habe hier diverse Anschlüsse, die ich dann hier 12 Volt technisch, USB-C für Handys, für Laptops und so alles gebrauchen kann. Hier habe ich einen Input für das Solarpanel. Und hier habe ich halt eben meine beiden Steckdosen. Wenn ich denn 220 Volt brauche, dass ich sie auch benutzen kann. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Und dann habe ich hier noch einmal eine Taschenlampe, die auch ganz gut funktioniert. Ne, kann auch ein bisschen leuchten. Der ganze Kasten wiegt, ich würde jetzt mal sagen, 15 Kilo so ungefähr. Und hier haben wir noch einmal Kabellage. Und zwar einmal für das Solarpanel, das Packet. Und darunter das ganz normale Ladegerät in dieser Tasche für die schicke Powerstation. Und auch wenn jetzt Winter ist, zumindest in dem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt gerade erstelle, und der nächste Sommerurlaub noch weit weg ist, solltet ihr mal in die Videobeschreibung schauen. Es gibt nämlich jetzt zwei Rabattaktionen von Jackery, wo ihr die Dinger günstiger bekommen könnt. Also gerade zu Weihnachten, Weihnachtsgeld, Knickknack und so, ihr wisst Bescheid. Schaut mal in die Videobeschreibung rein. Es gibt einmal jetzt zu Black Friday wird es eine Aktion geben, da gibt es was runter. Und dann wird es nochmal kurz vor Weihnachten nochmal eine Aktion geben. Also wenn ihr euch für so ein Ding interessiert, also egal welche Variante, ob die 300, 500, 700 oder 1000 Watt Variante, dann solltet ihr jetzt zuschlagen und dann seid ihr für den nächsten Sommer gerüstet. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt hier erstmal nur ein Unboxing. Ich werde das in den nächsten Urlaub mit dieser ganzen
Drumherum-Aktion, die ich jetzt gerade auf diesem Kanal plane, werde ich das natürlich ausgiebig testen, also wie gesagt, auf Herz und Nieren und auch wirklich Dauer testen. Dazu dann aber später mehr. Ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr diesen Kanal ja abonnieren. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die auch in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt das, wir sehen uns im nächsten Video dann schon locker flockig wieder mit was schickem neuen anderen. Weiß noch nicht. Und tschüss.